Magister Jolaus. Oh, wir werden keine wahrhafte Antwort aus ihm herauskriegen. Was ist also eure Ansicht dazu? Ist er oder ist er kein Faktierer? Hochmetall, bitte hilf mir. Was? Er ist ein Das war Faktierer, der. hat es Das gerade reicht selbst mir. zugegeben. Ihr seid hiermit für schuldig befunden. Ihr Ich habt den streck Namen den eines Kopf aus der. Ich streck den. Dämonenherführers ernannt. Streck den Kopf aus der Tür zu den Söldnern. Du da! Knüpft den Mann auf, verbrennt seine Leiche. Ja, mein Herr. Was machen Die wir mit Gefahr den ist anderen aber da sie. drin? Die kümmern wir uns noch. Bringen die Die noch zu Gefahr ist aber trinken sehr oder sollen die gnädig da. sein. Wir gerätern sie gerecht abwiegen. Okay, hat der Mann einen Prozess bekommen? Stimmt, oder? Prozess ist hiermit abgeschlossen. Alles klar. Ja, tippt er sich nochmal an die Stirn und tritt dann heran, macht langsam die Ketten locker und ja, dreht dann, nachdem die locker genug sind, dreht ihm dann die beiden Hände auf den Rücken, sodass die dann grob auch nochmal so ein bisschen knacken. Und schleift und tritt ihn dann so ein bisschen an den Händen nach hinten gebunden die Treppe nach oben. Nun, das war leichter herauszufinden als gedacht. Wir sollten diesen Mann begleiten. Ich möchte ungern zusehen, dass er flieht. Oh, und ja, natürlich knebelt ihn vorher bitte. Nicht, dass er noch irgendwelche Lügengeschichten erzählt und andere ansteckt. Der Mann wird hingerichtet. Lasst ihm seine letzten Worte. Nein, 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 Ich gebe absolut nach. nicht. Das Nicht ist genau das, was riskieren. wir nicht riskieren dürfen. Die letzten Worte eines solchen patentischen Lügners und Paktierers können andere Leute anstecken und mit in die Verdammnis ziehen. Nun kommt schon. Also geh schon mal raus aus dem Raum, dem Goldschmied nach. Ich geh auch mal nach Ah. oben. Ganz entspannt, Abelmir. Geh So mal schnell nach. ist er nicht. Nur ich folge. Ja, wenn ihr dann oben an der alten Residenz wieder nach draußen tretet, könnt ihr sehen, wie er da, ja, ziemlich grob zusammengetreten, immer noch liegt im schwarzen Gras, während der Söldner sich da gerade ein Stück Holz, gesplittertes Holz gerade so hinstellt, dass es dann zu einem provisorischen Galgen, ja, nützt. Hämmert da wohl gerade noch mit einem anderen Stück Metall, was da rumliegt, diesen Holz, ja, diesen Holzstange in den Boden, wo dann, ja, zwei, drei, vier, fünf andere Leute dann drumherum stehen und dann interessiert zugucken, wie jetzt dieser Söldner dem Handwerk nachgehen. Könnt dann auch sehen, dass der gute Waisenmacher selber, Reto Waisenmacher, dann auch antritt und mit anderen aus seiner Söldnereinheit da jetzt auch gerade erstmal dafür sorgt, dass die Zivilisten, die hier in den Zelten wohnen, da diese ganze Sache nicht stören. Er selber weiß zwar nicht, worum es geht, aber fragt mit einem Nicken in Richtung der Person, die da liegt, ob das so in Ordnung geht, versteht dann aber auch, wenn ihr ebenso zunickt. Er knebelt ihn und gibt ihm einen Sack über den Kopf, dass niemand sein Gesicht sehen muss. Und, werter Herr Bannstrahler, vielleicht solltet ihr eine Ansprache halten und ihn für schuldig erklären. Es sei verkündet, Asirion Jalan! Gemmenschneider. Der Marschall Ludolf tritt auf dich zu. Hinter dir kannst du sehen, wie Amelia Grotherian ebenso herantritt. Jalan, was ist das? Wir sind hier immer noch in der alten Residenz. Ihr mögt Helden sein, aber Selbstjustiz, was soll das? Der Mann ist ein Paktierer. Er wurde für schuldig gefunden und jetzt wird er gerichtet. Euer Wort in Praios Ohr. Es sei also verkündet, dass Reo Gemschneider seine Seele an die Ungötter vermacht hat. Dies ist erwiesen und er wurde für schuldig befunden. Das Urteil ist wie bekannt der Tod. Mögen die Götter seiner Seele gnädig sein. Wenn er letzte Worte hat, möge er diese jetzt sprechen. Wer nimmt ihm den Knebel ab? Das ist keine gute Idee. Tut es! Ja, merkst wohl, wie ihm auch so ein bisschen Blut an den Lippen herausfließt, wenn er da zusammengetreten worden ist. Ihr könnt sehen, dass er wohl so ein bisschen lächelt. Seine finstere Augenhöhle starrt dich an. Das ist, als ob du in einen Spiegel blicken würdest, auch wenn der Mann als Goldschmied nicht ganz so kräftig ist wie du. Bitte verbrennt mich und denkt mich nicht. Ihr werdet als Paktierer gemäß der inquisitorialen Halsgerichtsordnung aufgeknüpft und eure Leiche verbrannt. Verbrennung steht nur den Ketzern zu. Ich gebe euch eine letzte Gelegenheit, euer Wort in Borons Ohr. Habt ihr etwas zu sagen? Gut. Dann hoch mit ihm. Luxo Biscum.
Ja, damit mit seinem letzten Wort, Lux Vobiscum, wird er auch nach oben gezogen. Der Balken quietscht und knarrt ein bisschen, gibt ein bisschen nach und dann baumelt er, zappelt ein bisschen mit den Beinen, zappelt ein bisschen mit den Armen. Rafim kann sehen, wie ihm, ja gut, jetzt die Kapuze ist wieder rüber gezogen, weiteres Blut läuft unter dem Sack herunter hervor und dann erschlaffen langsam seine Glieder nach ungefähr 30 Sekunden, einer Minute und dann ist er tot. Steht es im Buche Geborn geschrieben und so wird es sein. Die Glieder der Ungötter sollen ausgemerzt werden. Bis auf den letzten und ohne Gnade. Feuers Volt. Feuers Volt. Schneidet ihn los, komm schon. Ja, der Söldner lässt einfach das Seil los, sodass er herunterfällt. Ihr könnt noch einmal knacken hören. Die Beine, die Kniescheiben sind gerade gebrochen, während er da schwer wie so ein Sack zu Boden sinkt. Und ziemlich ungerührt schleift der Söldner, die ihn gerade gehängt hat, dann raus und sucht sich da dann so ein kleines Lagerfeuer. Irgendwie ein paar Holztrümmer, die da noch rumliegen und die man anzünden könnte. Bittere Pflichten in dieser Lage erfüllen müssen. Sie müssen getan werden. Greifenmund. Wenn ihr so ein Urteil sprecht, dann nicht eigenmächtig. So etwas muss besprochen werden. Wenn ihr etwas wisst, dann heraus damit. Oh, ich kann euch gerne über alles in Kenntnis setzen. Ich habe viel Wissen darüber, was hier vor sich geht. Und ich denke, es wird wichtig sein, auch anderen Leuten davon zu berichten. Kurzform ist, eine gefährliche Sekte treibt hier ihr Unwesen. Versucht immer mehr Anhänger um sich zu scharen, die die Leute zu götterungefälligem Verhalten bis hin zum Selbstmord antreiben. Ja, diese Sekte haben wir wohl mitbekommen, aber wirklich unauffällig sind sie nicht, wenn sie sich für die 8 Märtyrer halten. Gut, tut, was auch immer ihr tun müsst. Phaios wird über euch richten. Reifenmund, das wisst ihr so gut wie ich. Ich muss mich jetzt um andere Dinge kümmern. In der Tat. Ja, lang. Haltet es wirklich für eine gute Idee, die Leiche hier zu verbrennen von den ganzen Flüchtlingen? Schafft ihr einen unabhängigen Teil, einen weniger auffälligen Teil der Stadt? Nicht also hier. Hinter die Residenz. Nicht hier auf jeden Fall. Warum nicht? Wir werden sowieso noch genug Leichen hier verbrennen müssen. Ich halte es für die Moral der Leute keine gute Idee. Ich muss dem Kollegen dort zustimmen. Wir sollten das vor den Toren der Stadt machen. Und dann klärt das. Nehmt euch nur Keras herbei, damit er einen Segen über den Leichnam sprechen kann. Ihr beide dort, Söldner, schnappt euch den Toten und legt ihn auf den Karren. Ja, mein Herr, dann so. Ja, damit wird er in einen Karren gepackt, neben ein bisschen Unmetall, was da noch gerade rumsteht. Und zwei, drei Söldner von den Waisenmachers schieben ihn dann außerhalb. Also wohl gerade nach Norden raus, in Richtung der Tobria. Ich gebe ihm nochmal genauer Kenntnis mit, was sie mit dem Tod zu machen haben. Also unauffällig verbrennen und die Überreste in den Wind verstreuen. Kriegen die hin, das sind kompetente Söldner, die wissen, was sie tun. Also die Kompetenz von Reto Waisenmacher, der das dann seine Jungs weitergibt, er glänzt mal wieder. Seid ihr zufrieden, Rafim? Dass der Mann den Tod verdient hat? Ja, davon bin ich überzeugt. Aber zufrieden, dass seine Seele zu den falschen Göttern geht? Oder Dämonen wohl eher? Nein. Nun, aber kurzer Prozess, rasche Hinrichtung. Das ist doch genau eure Art. Aber in diesen Tagen muss das jetzt wohl reichen. Glück ist das jedoch nichts. Wir fällen dann nur das Schlimmere. Wie ich schon im Tempel da sagte, die Aufgaben, die wir hier erfüllen, sind keine leichten, aber sie sind nötig.
Und jetzt lass uns den Rest von diesen Verrückten suchen. Gehen wir erst einmal nach Hause. Ich glaube, Iolaus hat etwas vorbereitet in der Villa Karinor. Oh. Ihr verwechselt ja schon die Namen, Abelmir. Verzeiht. Ach, ihr seid wohl in Gedanken immer noch bei diesem Baum. Nein, ich bin immer noch bei den Gedanken, bei diesen Gerüchten um mich herum. Das macht mich ganz verrückt. Ich bin auch geschockt, was man über euch hört, Abelmir. Das ist ja dunkel. Was macht ihr denn? Habt ihr diese Studentin beim Zirkel der freien Wissenschaften kennengelernt? Ich habe gar nichts gemacht. Also, ich meine, natürlich so. Also, aber Abelmir, junges Fleisch. In deinem Alter. Was heißt... Ich habe nichts getan. Das sagen sie alle, Abel. In eurem Alter sollte man über das Heiraten nachdenken. Dreh mich um und geh einfach weg. Jag mich schon wieder irgendeinem Rock hinterher! Brüll ich ihm über den ganzen Platz hinterher. So. Ja, dann kommt ihr wieder bei der Villa Karinor an, wo ihr selbstverständlich auch den Raya-geweihten Hieras Karinor antreffen könnt. Da seid ihr endlich. Die Dienerschaft hat euch in der Abwesenheit einen neuen aventurischen Boten mitgebracht mit zahlreichen neuen Artikeln rund um den Fall von Werheim und den Untergang von Gareth. Aus der Notredaktion in Punin mit Eilboten an euch versandt, beziehungsweise an diejenigen, die ihn sich aktuell leisten können, mit zahlreichen neuen Artikeln. Guck etwas entgeistert Kiaras an. Gibt es etwas, das ihr nicht beschaffen könnt? Nun, nein. Was darin steht, muss man natürlich mit einem gewissen Körnchen an Zweifel nehmen, denn nun viel ist Gerücht aktuell, aber ich denke, es könnte einigen Aufschluss bringen. Ja, so aber könnt ihr kommt den... erstmal rein, entspannt euch. Hier ein Kelch Wein für jeden. Ja, genau, so könnt ihr euch in das Wohnzimmer zurückziehen mit der Glasfront auf den Garten blickend, wo ihr immer noch die Statue des Richters erkennen könnt, was auch immer er hier tut. Aber er fällt euch jetzt viel mehr ins Auge, als er das vor ein paar Tagen vielleicht noch war. Da war er vielleicht noch selbstverständlich, heute macht er euch Angst. Wie er euch zweigesichtig anblickt durch das Glas hindurch. Ja, ihr könnt dann mit einem Gläschen Wein, könnt ihr euch ein bisschen zurücksetzen auf die gepolsterte Sofa-Lounge der Villa und etwas entspannen. Sagt einmal, Kiaras, werdet ihr sehr böse, wenn diese Statue versehentlich umfallen und auf dem Boden zerschellen würde? Die Preier-Statue? Oder angebliche Preier-Statue? Nein, keineswegs. Gut, ich wollte nämlich morgen mal einen Vorschlaghammer besorgen und in die verlassene Villa gehen. Oh, ich bin mir sicher, wir haben einen hier in unserem Werkzeugkeller. Was ihr nicht alles habt. Soll ich ihn euch holen? Vorbereitet. Wenn ihr jetzt schon mal ein paar Übungsschwünge machen wolltet. Ach, ich denke, heute möchte ich mich ein wenig entspannen. Verschieben wir das auf morgen. Aber was steht denn da jetzt hier in diesem Boden? Hoffentlich irgendwas Gutes. Seht mal hier. Gareth dankt den Helden. Denkt ihr, unsere Namen stehen da drin? Schauen wir mal. Hoffentlich. Wo sind wir hier? Was wäre das Reich ohne jene, die selbstlos ihr Leben für unsere Stadt riskiert haben? Die für das Reich und die Zwölfe stritten, wie Hans Dreidri Conchobert, Rory O'Connor und Ippolita von Kokum. Boron sei ihren Seelen gnädig. Die Dankbarkeit auf ganz Gareth wird diese Helden auf immer begleiten. Männer und Frauen, ohne Zahl, stritten in der Schlacht um Werheim und der Schlacht in den Wolken über Gareth. Schlacht in den Wolken? Nicht schlecht, oder? Vom Namen her. Um den dunklen Heerwurm zu vernichten. Wie viele kämpften den Kampf ihres Lebens in unserer Stadt, um den Horden der Dämonen ins Gesicht zu brüllen. Bis hierher und nicht weiter. Wie viele eilten auf die Mauern oder schwangen sich selbst auf den Rücken der stolzen Greifen. Um das Herz des Kontinents, die Seele des Volkes mit ihrem Blut zu verteidigen. Menschen, die noch niemals ein Schwert geführt haben, griffen zu den Waffen. Bauern lernten, dass Mut kein Vorrecht des Adels ist.
und griffen zu Misthorken und Reffschlägeln. Handwerker schwangen den Schmiedehammer und die Schneiderschere, weil es an richtigen Waffen mangelte. Viele verloren dabei ihr Leben. Doch Gareth ruft durch die Sphären. Euer Opfer war nicht umsonst. Solange Gareth steht, seid ihr viel betrauert, doch unvergessen. Gareth hat in den Schlund des Untergangs geblickt und die Schrecken gesehen, die dort hausen. Doch nun umspielt der frohlockende Wind der Hoffnung unsere Hauptstadt. Gareth, die Krone der Städte, die einzigartige, wunderschöne, wird fortbestehen. Geschrieben von Thorn Eisinger. Mit der 100 Helden. Und wo sind unsere Namen? Es scheint gar so, als wäre es dieser Tage wohl wichtiger, der Gefallenen zu gedenken, als derer, die ihre Arbeit fortführen müssen. Ja, aber also ein bisschen Lob könnte schon sein. Wir waren ja durchaus beschäftigt, wir hatten nicht wirklich die Zeit, mit irgendwelchen Reportern zu reden. Bin mir sicher, aber mehr trägt man uns eines Tages zu Grabe, bekommen wir auch einen Artikel. Und ich hoffe, er ist nur halb so schmeichelhaft wie dieser hier. Das kann man nur hoffen. Ich gebe ihm trotzdem mal den Boden an, aber mir weiter. Schaut mal, wie sonst irgendwo Erwähnung finden. Der nächste Artikel. Mal gucken. Bestimmt steht hier was zu uns drin. Also, nur schwer erreichten uns in der Notredaktion zu Punin gesicherte Nachrichten aus den verjährten Provinzen. Und so müssen wir uns einmal mehr bei euch, den geneigten Leser und der huldvollen Leserin, entschuldigen. Bereits einmal wurde Gareth aus der Luft bedroht. Und damals nannte man es die Nacht des brennenden Himmels. Wie sollte man aber einen Tag nennen, aus dem nicht nur der Himmel brannte, an dem Grauen und Schrecken so viel schlimmer waren? Bereits jetzt bürgert sich der fast poetische Name Schlacht in den Wolken ein, die wohl in der Historie unseres Landes, ja ganz Aventuriens einzigartig ist und im Namen der Zwölfe auch bleiben sollte. Doch Galotta, der Schurke, der zwölfmal Verfluchte, scheint tot. So viel wollen wir hoffen und beten. Im Folgenden möchten wir aber nicht nur das Schicksal von Gareth beleuchten. Gareth hat es schlimm getroffen. Doch haben die Garether bewundernswerte Schritte ergriffen, um einander zu helfen. Nein, wir versuchen diese Ausgabe des aventurischen Notboten, die Nebel des Krieges ein wenig zu lichten und Kunde aus ferneren Provinzen zu bringen. Doch ohne Illusion müssen wir uns vor Augen führen, dass der Fluss der Nachrichten von einst versiegt ist. Keine Balunka-Reiter tragen mehr schnell und zuverlässig ihre Botschaften durch das Land. Die Händler und Barden, die sich sonst zur Berufung gemacht haben, Briefe und Lieder zu fördern, sind in andere Regionen geflohen, wo das Geschäft noch blüht und die Menschen noch fröhlich sind. Wenige Wandersleute waren sich auf die Wege aus Angst vor Deserteuren aus der kaiserlichen Armee, vor Abtrünnigen aus Galottas Truppen oder vor Überbleibseln aus Razasors grässlichen Heerwurmen. Wo sich diese Heere zur Zeit überwegen, wir wissen es nicht. Ich kann mich an keine Zeit erinnern, nicht einmal zur Zeit der dritten Dämonenschlacht, in der wir über so wenig Informationen verfügten. Über unser Umland wissen wir in Garten und das, was wir sehen, was über den Horizont hinausgeht, liegt in den Wirren des Krieges verborgen. Der Herr Praius scheint seine Ordenhandel von unseren Landen genommen und weggeblickt zu haben. Zurück bleibt Chaos und Wirrnis. Ach, schaut einmal. Da ist ja eine Auflistung von allen Gefallenen. Gefallen zur Schlacht in den Wolken in Gareth oder andernorts in vom Kriege geplagten Land. Reichsgroßgeheimrat Dexter Nemrod, Graf zu Wehrheim, Baron zu Ulmenhain. Reichserzthochseß Fingorn von Mersingen. Effadane von Ehrenstein älteren Hauses, Gräfin zu Eslamsgrund, Reichskronanwältin. Berdin von Vierock, Markvogt der kaiserlichen Mark Gareth. Geheimer Inquisitionsrat Graf Gambert von Turanien. Der Greif, Herold der Preiauskirche und des Neuen Reiches. Koldrahan Honorald, Vorsteher des Ordenshauses der Wächter Rohals. Eran von Gareth, Burggraf zur Gerwaldsmark. Euvinia von Fortavellingen, Baronin zu Devensberg,
Feuerlind Hitzacker, Hochgeweihte des Ingrim-Tempels. Oberst Gelbert Balgenhorst, Beilunker Reiter. Hitter vom Berg, kaiserliche Reichsrätin für das Kriegswesen. Idamil von Eberstamm, Hesindegeweihter und Prinz des Kosch. Priobur Volmian Lustratus, Lichthüter der Noralexakrale. Raul von Bernfahn, Baron zu Gallis. Strelina von Liepenberg, Chefredakteurin des Aventurischen Boten. Talorion Tannensang, halbelfischer Pfadfinder. Tyros Praer, Alchemist. Ulinai von Harzden, Pfalzgräfin zu Koschgau. Und hunderte und tausende anderer Adliger, Priester, Patrizier, Zunftmeister, Gesellen, Spießbürger, Alte und Junge, Starke wie Schwache, gleichermaßen. Tyros Praer ist tot? Hat er nicht das Waffenbalsam gekocht? Wir haben ihn tatsächlich nicht wieder gesehen. Er hat doch das Gift gekocht. Aha. Er machte den Eindruck von jemandem, der sich überall durchwinden könnte. Nun, wie es aussieht, hat er wohl seinen letzten Trank gekocht. Eine Schande, er hat uns sehr weitergeholfen. Vielleicht hat er bis zur letzten Minute weiter am Kessel gestanden und wurde dann überrascht von Dämonen, könnte ich mir gut vorstellen. Sagt, hat einer von euch mit denen vom Boden gesprochen? Nö. Nein. Nein. Geht das doch gar nichts an. Natürlich woher, nicht. Woher wissen sie dann, dass Nemrod da... dass er überhaupt hier war? Das ist eine gute Frage. Das Seltsamste ist, selbst die Schätzregulateurin ist tot und trotzdem funktioniert der Bote anscheinend noch. Haben wir irgendwem davon erzählt? Vielleicht ist hier ja Nandos selbst am Werk. Möglich. Vielleicht hat auch jemand nur gelauscht am Zelt. Oder vielleicht vermutet jemand nur, dass er oder sie tot ist. Oder, was uns größere Sorgen bereiten sollte, vielleicht ist sein Doppelgänger noch einmal irgendwo aufgetaucht. Nachdem er in der Brache entschwand. Ihr malt aber wirklich schlimme Szenarien an die Wand. Könnte daran liegen, dass die schlimmsten aller Szenarien im Moment die Tendenz haben zu passieren. Wir wollen keine voreiligen Schlüsse ziehen. Natürlich kann es auch durchaus ein Hesindegeweihter gewesen sein, der die Göttin nach Namen gefragt hat, der Gefallenen. Was ist das, was ist das eigentlich da oben mit deiner Prämie? Ja, gib das mal her, Prämie. Das klingt doch schon mal gut. Oh, Fangprämie. Ihre Spektabilität, Prischer von Grangor, lobt ein Kopfgeld von 2 Silbertalern. Ah, okay. Für jede gefangenen Bormorott-Moskito, welcher zu Klaret herumsummt, noch lebendig ist. Sind das nicht diese Dinger? Ah, egal. Die Moskitos sollten möglichst bereits in den letzten Wochen Geisteskräfte gesaugt haben, welche eventuell wieder zu extrahieren seien. Was an den folgenden Merkmalen zu erkennen ist. Aha, ja, das interessiert alle nicht. Zu überbringen ist in jedem geeigneten Behältnis ein Prischer von Grangor, derzeit im Pentagon-Tempel der Hesinde. Der Erhalt unersetzlichen Wissens und Ergebnisse jahrelanger Forschungen hängen hiervon ab. Habt ihr da nicht auch was abgegeben, Abel, mir bei irgendwem? Was, ich? Ich musste gerade interessieren, die Decke. Was? Sie habt doch auch Borberat-Moskitos an irgendwen gegeben. Wer fand das denn nochmal? Ja, an diese Brabakerin. Ist schon. Ah, ist das die? Oder ist das nochmal wer anders? Nein, das ist jemand anders. Oh, okay. Moment, ihr habt etwas Wichtiges an Brabak gegeben? Ja, sie wollte. Sie wollte daraus etwas extrahieren, das an Brabaker, Abel, mir. Brabaker. Ist das nicht Bayer Lanfer? Ja, sie sind der Erzfeind. Kann ich ahnen, dass sie damit gleich verschwindet? Es ist eine Schwarzmagierin. Ja, an eine Magierin auch noch? Aus Brabak. Von aus den Totenbeschwörern. Von den Nekromanten. Ja. Ach, da kommt Paul Beber her. Ja, er kommt auch von den Nekromanten aus Brabak. Sie können nichts anderes außer Dämonen beschwören und Tote erschaffen. Und denen gebt ihr sowas aber mir? Ich hielt es damals für eine gute Idee. Kias, lest doch hier die weiteren Texte. Da steht doch was. Also gut, hier steht etwas über Oron. Oron spinnt seine Netze. Zorgan Kuntium. Maraskans Grund, wo in den letzten Wochen ein regerer Schiffsverkehr als üblich zwischen dem Ptolemäischen Reich Oron und dem schwarzen Eiland Maraskar beobachtet. Darunter immer wieder auch Kurierdämonen oder
Depeschensegler. Es kursiert eine Unzahl an Gerüchten darüber, was die Dämonenbuhle Dimiona, die selbsternannte Mogulin von Oron, im Schilde führen mag. Plausibel, aber recht belanglos wäre der massive Ankauf maraskanischer Sklaven für die berüchtigten oronischen Orgien. Ach, widerlich. Noch wahrscheinlicher zu nennen ist hingegen die Einberufung des zweiten Treffens der Splitterträger, bei dem die Nachfolger Broberats oder ihre Abgesandten zu strategischen Beratungen zusammenkommen und sich dabei gegenseitig hintergehen. Auch gut. Die veränderten Machtverhältnisse in Transsilien und der Varunkai könnten durchaus ein Thema sein, das ein solches Treffen möglich macht. Fantasievollere Gemüter behaupten sogar, Dimiona habe dem Verräter Hafax, der auf Maraskan sein blutiges Regiment errichtet hat, auf höchst anrüchige Weise ein Heiratsangebot unterbreitet, um so erstmals zwei der schwarzen Lande unter einer Führung zu vereinen. Das ist beunruhigend. Mehr als das. Wo haben diese Schreiberlinge ihre Informationen her, frage ich mich. Da steht Kunschum dran. Das können wir uns wohl denken. Der Boot hat doch überall seine Leute. Ja, es ist... Sie haben sicherlich ihre Mittel und Wege, auch wenn es fragwürdig ist, woher diese Mittel und Wege kommen. Tja, mein Glas ist schon wieder leer. Hier, nimm noch etwas Wein. Ah, danke. Ein Tropfen. Es scheint wohl die Nachrichten oder die Gerüchte, die wir gehört haben aus Aranien bzw. aus Oron, bewahrheiten sich. Bedenken nur zwei dieser widerlichen Splitterträger auf einem Fleck. Vielleicht eine Gelegenheit. Hafax ist doch dieser Heermeister, oder nicht? Der dann noch nie eine Schlacht verloren hat? Der beste Stratege des gesamten Kontinents. Ja, ihr habt doch nicht horatische Schlachtenlenker getroffen, also das will ich nun bezweifeln. Nun, diese aber er ist fähig, zweifelsohne. Was ist mit dieser, wie hieß die andere nochmal? Dimiona? Weiß da über die jemand was? Nun, eine Paktiererin von Rayas Erzfeinden. Man hört, oder in Kuntium zumindest, habe ich sehr beunruhigende Sachen gehört über diese Frau und was sie in Oron treibt, was für unheilige Orgien und eine widerwärtige Magie dort gewirkt wird. Ist sie nicht diese Prinzessin, die aus Pericum ausgebrochen ist? Eine Prinzessin, die aus Pericum ausgebrochen ist? Ich meine, wir sind auch aus Pericum ausgebrochen, also kann es nicht so schwer sein, aber wovon redet ihr? Ihr seid aber nicht aus dem Irrenhaus ausgebrochen. Doch, ich glaube... Es hat sich so angefühlt.